Wie, du hast mich nicht gerettet? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Du hast mich verstanden. Als ich aufgewacht bin, da warst du doch da. Du hast mich aus den Flammen gerettet. Ohne dich wäre ich in dem Gestüt verbrannt. Ja, das stimmt. Ich war bei dir, als du aufgewacht bist. Aber als ich am Gestüt ankam, da lagst du schon da. Ich war zufällig da. Ich rück dir zu sehr auf die Pelle, ist es das? Du erzählst es jetzt nur, damit ich aufhöre, mich bei dir zu bedanken. Mein Gott, Bella, kapier es endlich. Ich habe dir nicht das Leben gerettet. Wer denn dann, bitte? Es war Andi. Er ist in die Flammen rein, er hat dich gerettet. Als ich im Krankenhaus aufgewacht bin und mich bei dir bedankt habe, warum hast du mir denn da nicht gleich die Wahrheit gesagt? Sag mal, was ist eigentlich los mit euch Frauen? Da sagt man euch die Wahrheit und ihr glaubt einem immer noch nicht? Ja, ich kenne Andi jetzt schon ein bisschen. Und wenn der eine Gelegenheit hat, sich als Held aufzuspielen, dann tut er das auch und überlässt nicht dir noch den Lorbeerkranz. Er hat mich erpresst. Was? Ja, er wollte mir die Heldenrolle überlassen, wenn ich mich dafür von dir fernhalte. Wie bitte? Deswegen wollte ich das Date mit dir nicht. Was glaubt Andi eigentlich, wer er ist? Andi hat recht, wenn er dich vor mir schützen will. Ich meine, ich reite seit Wochen auf dieser dämlichen Wette herum, wer dich zuerst flachlegt, und er wollte das Ganze längst beenden. Bella! Tristan, ich wäre verbrannt, aber du hast mich da rausgeholt. Komm schon, wir feiern die geilste Hochzeitsparty, die die Welt je gesehen hat. Ich glaube, dass zur Liebe absolutes Vertrauen gehört. Ist irgendwas? Ich weiß, dass du einer von den Guten bist. Sonst hättest du mich auch nicht aus dem brennenden Stall geholt. Mein Gott, Bella, kapier es endlich. Ich habe dir nicht das Leben gerettet. Wer denn dann, bitte? Es war Andi. Du leihst deinen Wagen der Frauen, die du verknallt bist, damit sie ein Date mit einem anderen haben kann. Ich bin Vollpfosten, ich weiß. Das Date scheint aber schon zu Ende zu sein. Da würde ich an deiner Stelle nicht rangehen. Sie weiß Bescheid. Was weiß sie? Sie weiß, dass du ihr Retter bist. Bist du irre? Sie hat sich tausendmal bei mir bedankt. Da wollte ich sie nicht länger anlügen. Das fällt dir aber früh ein. Schon mal darüber nachgedacht, dass du sie auch angelogen hast? Und hast du ihr denn auch gesagt, dass du mich erpresst hast? Ja. Da hast du einmal die Möglichkeit, den Helden zu spielen, dann vermasselst du es. Tja, vielleicht fühle ich mich einfach nicht wohl in der Rolle. Dafür hasst sie uns jetzt beide. Ah, wir wenigstens mal was gemeinsam. Ach so, und dass du in sie verknallt bist, das Detail habe ich ausgelassen. Habt ihr schon mal gesehen? Keine große Brudermasche mehr. Hey, mach mir doch nur Sorgen um mich. Wenn dir was auf der Baustelle passiert, dann zahlt die Versicherung nicht und dann krieg ich den Ärger, weil ich dein Boss bin. Ich spiele aber eigentlich auch gerade krankgeschrieben mit meinem Boss Billard. Ach, das macht gar nichts. Denn dein Boss ist auch krank geschrieben wegen der Rauchvergiftung. Wie wär's denn dann mit einem Frühstück? Damit wir schneller gesund werden. Ich meine, ich zahle? Ach so, Frühstück ja, zahlen nein. Andi, ich habe wirklich keine Lust, nur weil du mir einmal das Leben gerettet hast, dir jetzt hier alles durchgehen zu lassen, okay? Ich bezahle. Frühstücken wir einfach zu Hause, da ist die Luft besser. Von
Packesel hat jetzt keiner was gesagt. Bist du eine Memme oder was? Oh. Sieh mal lieber zu, dass du genug Chili ins Rührei machst. Ich will ein Frühstück für echte Männer. Hm. Kriegst du. Bella weiß Bescheid. Sie hasst mich. Dann sei froh, dass du nicht weißt, wer das Feuer gelegt hatte. Ich kann auch allen die Wahrheit sagen, wenn du das willst. Sie fehlt dir. Du, ich sorg schon dafür, dass du bei Kräften bleibst. Immerhin bist du sowas wie mein Schutzengel. Ach, Blödsinn. Mann, Andi, wenn dir was passiert wäre, das... Ich mag Bella, ja. Aber sie will sowieso nichts mehr von mir wissen. Und wenn du mit ihr redest und ihr sagst, wie das alles passiert ist? Wenn ich das tue, dann muss ich ihr auch sagen, dass ich das vorher gelegt habe. Und das würde sie bestimmt nicht verstehen. Ich verstehe es ja selber nicht. Es ist besser, wenn ich mich von Bella fernhalte. Besser für mich und vor allem besser für Bella. Ja. Eier. Ja. Die zwei Sachen waren noch im Auto. Danke. Das ist der Grund, warum wir so schnell waren. Sie hängt sehr an dem Roller, ist ein altes Erbstück. Ich war Liebling. Ja, mein Hasenpups.